Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Wir sind hier immer noch im Wunderwald und Chunky freut sich erstmal richtig. Wir sind hier immer noch im Wunderwald und haben im letzten Part diese Fabrik hier betreten. Und da wollen wir jetzt mal mit Chunky ein bisschen weitermachen. Denn hier gibt es einige Kisten für ihn, die er aufmachen kann. Zack, und da ist ein Durchgang für Tiny. Okay, und der bringt mich hier nach draußen. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür der gut ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der hat gar keinen Sinn. Ich glaube, der ist einfach nur da, um da zu sein. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung. Hier ist was für Chunky. Ja, mache ich gleich. Aber erstmal will ich noch eine weitere Kiste aufmachen. Ich glaube, da war noch mal eine. Ne, hier war keine mehr. Ne, doch nicht. Okay, es gibt nur zwei. Ja, okay. Ja, alles klar. Ist auch okay. Dann will ich kurz die Platte spielen. Oder auf der Platte das Musikinstrument spielen, wohl eher. Das höchst anspruchsvolle Musikinstrument, die Triangel. Und ich glaube aber, ich kann jetzt damit bei diesem Fahrband da dieses eine Stachel-Kreisdingens aktivieren, oder? War da nicht irgendwas? Ja, so halb. Ich kann das Wasserrad aktivieren, okay. Okay, genau. Ich kann das Ding jetzt aktivieren. Denn ich habe ja schon im letzten Part versucht, in dieses Ding da diese Stahlfässer reinzuklatschen. Es hat aber nichts gebracht. Aber ich glaube, jetzt bringt es schon was. Warum steht eigentlich hier eins? Kann ich das irgendwie kaputt machen? Ich wüsste nicht, wie, um ehrlich zu sein. Ich trage es mal mit nach draußen. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Ich glaube, das verliere ich jetzt wieder. Ne, ich habe es noch mit mir. Kann ich damit irgendwas machen? Okay. Ins Wasser werfen und es explodiert. Ne, ist klar. Aber da ist nichts drin. Ja, okay. Alles klar. Dann möchte ich jetzt gerne wieder zum Vordereingang reingehen. Und dort dann jetzt eben jetzt die Stahlfässer in dieses Stachelding da reinjagen. Denn das habe ich ja, wie gesagt, schon im letzten Part probiert, da ist aber nichts passiert. Aber jetzt, wo sich das Ding dreht, müsste da dann, glaube ich, schon etwas passieren. Weil ich glaube, ich kann das dann damit irgendwie kaputt machen. Und dann kommt da irgendwie eine goldene Banane raus. Oder irgendwie sowas ganz komisches war da auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wir werden es ja gleich sehen. Zack. Ah, okay, ich kann... Okay. Ich habe damit jetzt ein so Schalterding aktiviert und ich muss das dreimal machen. Und dann... Ach Gott, Zinger. Zinger, hör auf zu nerven und dann kriege ich irgendwas. Ich muss die jetzt kurz töten. Die geben mir sonst viel zu sehr auf den Sack. Wo ist sie? Da. Komm her. Und stirb. Treffe ich? Nee. Alle gehen daneben. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Stirb jetzt, du Kackviech. Danke. Meine Güte. So, ist das andere auch wieder da? Nee, das andere ist noch nicht wieder da. Also die Stahlfässer hier respawnen ja auch immer wieder. Aber das andere ist noch nicht wieder respawned. Ich hoffe, das kommt noch. Nee, immer noch nicht. Weil ich brauche das, weil sonst kriege ich das ja gar nicht hin. Ich muss das, glaube ich, dreimal machen hier. Wie scheint. Ja, dreimal. Und, das Teil jetzt weh, okay. Ich sollte immer von dem Laufband wieder runter, weil sonst könnte das wehtun. Ja, wo ist das dritte? Ja, das ist das Problem. Es gibt eben hier nur zwei. Und ich muss halt warten, bis es wieder auftaucht. What the fuck? Warum kommt es nicht mehr? Gerade eben ist doch auch respawned. Muss ich jetzt echt nochmal raus und reingehen? Oh, es ist nervig. Das ist ja gleich mal ein toller Start in den Part. Gleich mal am Anfang sowas Nerviges hier. Wehe, wenn jetzt das wieder auf 0 ist, dann raste ich aus. Ne, ist immer noch auf 2, okay. Also es geht auch rein und rausgehen, alles klar. Oder raus und reingehen, besser gesagt. So, draufstellen und weg hier. Weil nicht, dass ich wieder dann auch da drin lande. So, und jetzt kriegen wir... Achso, wir kriegen einfach so eine goldene Banane geschenkt. Ist auch okay. Keine Ahnung, wo die jetzt herkam, aber ich will mich mal nicht beschweren. Wow, Chunky hat schon alle 4 Bananen und auch schon seine... Oder? Nee, die Blaupause hat er noch nicht, aber er hat schon 4 Bananen. Und Diddy hat noch keine einzige. Da fuck. Ich weiß gar nicht, wo er die alle finden kann, dass ihm noch so viele fehlen. Das ist echt schon ein bisschen komisch. So, jetzt will ich ganz gerne Tiny nehmen. Und bei diesem kleinen Durchgang da, da war ja noch eine 5er Banane für sie. Die möchte ich noch mir ganz gerne holen. Damit ich die dann eben auch habe. Aber ansonsten ist, glaube ich, der Durchgang wirklich für nichts da. Das ist halt so ein bisschen eine Abkürzung im Prinzip, aber... Ansonsten hat die, glaube ich, keinen wirklich tieferen Sinn. Also ich wüsste zumindest nicht, welchen das haben sollte. So. Ich meine, ja, also ich komme halt schneller rein. Ich müsste halt sonst mit ihr zuerst in den normalen Eingang rein und dann von dort aus als kleine Tiny diesen anderen Durchgang da nehmen. Aber ich kann auch halt, ich kann halt jetzt auch einfach von hier entlang gehen. Aber wirklich arg viel bringt mir das jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Naja. Okay, dann wieder zurückgehen. Weil ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles hier in der Fabrik soweit getan, was wir momentan am Tag machen können. In der Nacht noch nicht, da fehlt noch ein bisschen was. Nämlich dieser eine Durchgang da hinten mit dem Spinnennetz für Tiny. Das werden wir dann eben machen, wenn es Nacht ist, aber jetzt erstmal wieder rausgehen hier. Und jetzt möchte ich ganz gerne, wenn ich einen Tauschfass finden würde, Lanky nehmen, damit ich mit ihm auf seiner Platte da nach oben schweben kann und dann dort etwas finden kann. Da hinten ist auch noch ein kleines Häuschen, wo auch noch etwas ist. Wo ist ein Tauschfass, hallo?
Ich glaube, bei Snide ist eigentlich immer ein Tauschfass. Also ich glaube wirklich, in jeder Welt ist bei Snide ein Tauschfass, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier ist es auch wieder so, ja, okay. So, dann mal herkommen. Und Lanky möchte ich gerne haben. So. Denn mit seiner Platte kann er jetzt auf die Scheune hier drauf. Und da oben ist auch schon einiges, wie wir schon sehen können. Da ist auch wieder ein Durchgang, der sich nur öffnet, wenn es nachts ist. Also es gibt hier wirklich verdammt viel noch zu tun, wenn es nachts ist. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Weil wenn ich da auch nur eine einzige Sache vergesse, dann haben wir ein großes Problem. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. So, hoch da. Okay. Wo war denn das? Das war hier. Gibt es nicht noch einen anderen Durchgang auch, wo ich jetzt am Tag durch kann? Wartet mal. Nee, gibt's nicht mehr. Okay, es gibt nur diesen einen. Ich weiß gar nicht, für wen der Durchgang ist, aber ich denke mal für Lanky, oder? Und da ist eine Diddy-Banane. Oder? Ah, nee, das sind Bananenmünzen für Diddy. Ja, ist auch okay. Dann habe ich da keinen Bock. aber ich kann doch auch noch hier hoch, oder? In den Kamin, quasi. Genau, da muss ich hier hochklettern, richtig. Ist das auch für Lanky gedacht, das Hochklettern? Nee, ich glaube, das ist für Diddy gedacht, oder? Na komm schon, halt dich fest. Nee, ist auch für Lanky gedacht. Ja, okay, umso besser. Dann hoch da. Aber kann ich Diddy hier auch irgendwas finden? Ja, kann er, verdammt. ja, dann will ich jetzt, glaube ich, mal kurz mit Diddy das drücken. Wo ist ein Tauschfass jetzt wieder? Oh, das ist so nervig mit den Tauschfassern hier. Gibt es viel zu wenige irgendwie. Ist nicht hier hinten auch noch irgendwie eins? Man kann die ja immer schon einigermaßen gut aus der Ferne erkennen, wenn das so ein Leuchten auftaucht. Hier ist noch eins, okay. Das ist einigermaßen in der Nähe. Aber ja, ist irgendwie ein bisschen blöd, dass hier keins in der Mitte ist, direkt bei der Scheune, sondern dass ich immer wieder zurückgehen muss, über den Wassergraben da springen und erst dann zu einem hinkomme. Das ist ja auch voll unnötig. Hier ist eins und ein paar Meter weiter bei Snide ist wieder eins. Aber meinetwegen. Ist auf den Pilzen eigentlich noch irgendwas anderes als Bananenmünzen? Ja, offenbar nicht. Ja, okay, finde ich gut. So. Und da hinten ist nochmal eins, okay. Also hier gibt es drei Tauschfässer, aber keins ist in der Mitte. Naja. Wenn sie meinen, die Entwickler. So. Jetzt möchte ich da eben hochklettern und mit Diddy den Schalter drücken. Und ich weiß nicht mehr genau, was das aktiviert hat, muss ich zugeben. Nee, ich überlege gerade, aber mir fällt nichts ein. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Zack. Was zum... okay. Kann ich den auch nur bei Nacht drücken oder wie? Achso, ich kann damit... Kann ich damit hier das öffnen? Ja, aber das ist doch... Hä? Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, dann lassen wir es halt. Meinetwegen. Und erkunden halt noch dieses Haus da. So ein Blödsinn, hey. Warum kann ich den jetzt nicht drücken? Boah, hier bei der Scheune gibt es so viel zu tun. Da gibt es jetzt, ich glaube, es gibt hier vier Platten, wo es Nacht sein muss. Einmal die hier, dann die noch weiter oben bei Diddy. Dann innen drin das Spinnennetz. Und dann noch außen dran, wo die goldene Banane drin ist. Es ist, boah, das ist echt heftig. Da gibt es einfach mal vier solche Nachtplatten. Holy shit. Da werde ich niemals dran denken an die alle. Das weiß ich jetzt schon. So, hier ist ein DK-Ballon, okay. Dann hole ich mir den mal kurz. So. Und ich glaube aber, hier kann auch Diddy etwas machen. Bei diesem kleinen Häuschen hier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Na, wo ist er? Da. Komm her. Und perfekt, sehr schön. So, dann braucht DK Heilung. Ich hole es mir einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ne, braucht er nicht, aber Munition brauche ich. Ja, ne, auch nicht unbedingt. Und hier muss Diddy hoch, genau, okay. Also ich glaube, kein anderer Kong kann hier irgendwas anstellen. Da habe ich schon eine Platte gesehen für Diddy. Und mit der muss er dann wahrscheinlich ganz, ganz hoch springen und kommt dann damit zu einer goldenen Banane, denke ich jetzt einfach mal. Oder war da nicht sogar auch irgendwie eine Nachtplatte im Weg? Oder? War da nicht irgendwas? Keine Ahnung, das wäre jetzt ziemlich doof, wenn ich da jetzt auch wieder nicht weiterkommen würde. Weil dann müssten wir jetzt schon zur Nacht wechseln. Ich meine, es wäre nicht schlimm, aber... Ja, wir schauen einfach mal. Tatsächlich. Oh mein Gott, es gibt in dem Gebiet vor allem so viel zu tun bei Nacht, das ist echt heftig. Kann ich die Banane bitte mitnehmen? Danke. Es gibt hier so viel zu tun bei Nacht, das ist echt Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir waren jetzt überall, wo wir am Tag etwas anstellen können. Diddy kann am Tag keine einzige Banane finden, stimmt das? Das kann doch gar nicht sein. Wo hat denn der seine ganzen Bananen? Also eine ist da, dann eine ist eben hier, dann ist noch eine da drin. Seine Blaupause. Und die letzte weiß ich gerade nicht. Oh mein Gott, der kann... Kann der echt keine Banane am Tag finden oder bin ich einfach nur blöd? Oh mein Gott, ey. Okay, dann müssen wir jetzt schon zur Nacht machen, offenbar. Denn ich habe jetzt, glaube ich, erstmal hier alles erledigt, was irgendwie so zu erledigen gibt. Ja, okay. Ich glaube, es gibt wirklich allein in dem Gebiet hier 6 oder 7 Nachtplatten. Das ist schon echt heftig. Weil hier zum Beispiel ist auch eine ganz, ganz große, wo wir hier nicht durchkommen. Also das ist schon echt jetzt ziemlicher Wahnsinn hier. Aber meinetwegen. Dann machen wir halt jetzt schon Nacht.
Und müssen dann eben jetzt noch die restlichen Sachen erkunden. Ich will aber noch nicht hier hin. Ich will ja erstmal jetzt bei Nacht die anderen Gebiete mir holen. Also ich will ganz gerne bei Nacht die Gebiete in derselben Reihenfolge abklappern, wie ich es auch am Tag gemacht habe. Also hier war noch eine für Lanky, eine Banane. Das muss ich mir auch mal merken. Und hier ist... Ne, hier ist keine mehr auf der 3. Okay. Und hier ist auch keine mehr. Okay, also nur noch für Lankys in der Mitte eine. Alles klärchen. Ist eigentlich nicht hier auch irgendwie ein Diddy-Fass? Ah, ist es. Okay, und zwar noch einige Bananen für ihn auch. Cool. So, zack. Okay, kann der ganz oben hier eigentlich was finden, wenn ich da ganz hoch drauf gehe? Ich glaube nicht, aber ich schau mal. Nee, da ist, glaube ich, nichts drauf. Da rutsche ich, glaube ich, runter. Ja, okay. Und hier hinten war auch nichts. Außer Munition. Nein, ja, Bananenmünzen, aber die sind mir ziemlich egal. Gut, dann machen wir mal Nacht. Bam! Was zum... Warum? Okay, muss ich das mit einer Waffe machen, oder wie? Ja, okay. Auch gut. Ja, wenn die Zeit doch nur so schnell vergehen würde, oder? Ja, obwohl es wäre eigentlich schlecht. Eigentlich ist es ja gut, dass wir so viel Zeit immer haben. Am Tag, aber... Manchmal, wenn in langweiligen Situationen, würde ich mir das auch wünschen, dass ich einfach so eine Uhr, meine Uhr vordrehen könnte und dann wäre die Zeit ganz schnell vorbei. Das wäre ziemlich cool. So, jetzt ist eben Nacht und einiges hat sich hier verändert. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, erstmal dieselben Gebiete machen. Also ich will erstmal zum Pilz und der war bei der... Keine Ahnung, war der bei der 4? Ich probiere jetzt einfach mal aus. Ich habe keinen Plan mehr, wo das war. Nee, das ist das hier, aber ist auch okay. Dann machen wir zuerst das passt auch, würde ich sagen. Und die Gegner haben sich auch geändert, genau richtig. Hier sind jetzt solche Skelettgegner, auch sehr interessant. So, und jetzt müsste ich aber hier bei Nacht mit Diddy die Musikplatte hier aktivieren können. Und dann müsste ja eigentlich auch etwas passieren, denn am Tage ging das ja nicht. Aber jetzt bei Nacht müsste es eigentlich schon funktionieren. Also, doch, es muss so sein. Oder? Mal gucken. Ja, sehr schön. Denn da kommt eine Eule. Hallo. Oder ein Uhu, oder was auch. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Uhu und Eule? Ich glaube schon. Ist nicht Uhu eine Unterkategorie von Eule oder andersrum? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ist auch völlig egal. Uhu, ich spreche nur zu den Geflügelten. Komm zurück, wenn du fliegen kannst. Naja, Flügel kann ich mir jetzt nicht wirklich wachsen lassen, sondern eher Raketenfässer mit Auspuff und so. Aber wenn das für dich als Flügel durchgeht, meinetwegen. So, hier war das genau. Denn ihr könnt es euch jetzt schon denken. Wir müssen wieder das tolle Spielchen machen, wo wir durch seine Ringe durchfliegen. Und das ist wieder unfassbar schwierig und nervig und blöd und alles. Also das wird jetzt echt wieder enorm tricky. So, ich kann fliegen, hallo. Uhu, halalala. Ja. Ich war jetzt zu faul vorzulesen, weil ich auch mich aufs Fliegen konzentrieren muss. So. Okay. Und wieder durchfliegen jetzt. Oh mein Gott, das wird so nervig. Das dauert jetzt, glaube ich, auch viel, viel länger als in der Aztekenarena. Und der fliegt auch viel, viel hässlichere Kurven. Also das wird jetzt echt sehr, sehr tricky werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es im ersten Versuch hinbekomme. Es wäre sehr episch, wenn ich es im ersten Versuch schaffen würde, aber ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht dran. Aber ja, shit. Wie sagt man so schön, Wunder gibt es immer, aber wir haben jetzt eigentlich schon fast verschissen. Also ich kann es noch rumreißen, aber es sieht schon mal jetzt gar nicht mal so gut aus. Ja, aber es geht so. Ich komme mich jetzt ein bisschen retten wieder. Ich muss trotzdem noch einiges machen. Es dauert auch echt ewig hier. Das ist, glaube ich, doppelt so lang wie das andere. Und jetzt hier auch oben rum, durch die Baumkrone durch. Oh mein Gott! Ich bin doch durchgeflogen! Ich flieg doch durch! Komm, ich bin doch durchgeflogen! Nein! Ich bin doch durchgeflogen, du blöder Arsch! Mann! Ihr habt's doch auch gesehen, oder? Voll fies. Das wären, glaube ich, sogar vielleicht die letzten schon gewesen. Mann! Ah, das ist so blöd hier. Ich hasse das Minispiel. Es war auch ganz witzig und eine coole Idee und so weiter und so fort, aber trotzdem. Die Steuerung ist halt echt sowas von beschissen. Also ihr könnt es ja nicht nachempfinden, ihr schaut mir ja nur zu. Aber holt euch das Spiel mal selber und spielt das hier. Dann wisst ihr, was ich meine. Also die Steuerung ist hier sowas von wackelig einfach nur. Ich meine, das ist auch so geplant, glaube ich. Damit es eben... Shit. Damit es eben schwieriger wird. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr wackelig hier. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder völlig verschissen. Ich glaube, das kann ich nicht mehr schaffen. Oder? Ja. Da beendet er, wo ich gerade eben durch den Ring durchfliegen wollte, natürlich. Jo, wie viele Versuche werden wir hier brauchen? Ich habe keine Ahnung. Wird es bis zum Ende des Parts sogar dauern? Ja, das glaube ich dann doch nicht, aber. Ja. Ich meine, wir hätten es ja im ersten Versuch sogar schon fast geschafft. Also, man darf sich schon so einen kleinen Fehler erlauben, solange man nicht zu viel Zeit an diesem Fehler verschwendet. Das ist dann schon okay. Also, ich glaube wirklich, wenn er den vierten Ring gerade einmal schaffen ist, wo man noch nicht durchgeflogen ist, dann hat man verloren. Also da muss man sich auf jeden Fall beeilen. Also so ein kleiner Fehler ist okay, aber
wenn der größer wird oder es zu viele Fehler werden, dann hat man verschissen. Und das war halt gerade eben in beiden Versuchen von mir leider der Fall. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt besser wird. Aber bisher habe ich noch keinen Fehler gemacht. Ich fliege zwar... Ja, das war jetzt nicht ganz so optimal, aber es passt noch. Ich muss jetzt ein bisschen langsamer werden. Aber es ist trotzdem noch okay. So, den habe ich jetzt auch erwischt. Sehr schön, okay. Ja, jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es wirklich sehr gut aus. Wir könnten es jetzt schaffen. Nein, oh, Diddy. Bitte, Diddy. Okay. Oh mein Gott, bitte. Nicht auf dem Boden, nicht auf dem Boden. Nein, Diddy, du blöder Idiot. Du blöder Idiot. Mir fehlt noch einer. Ich glaube, das... Oder? Ja, mir fehlen noch zwei. Oh, ich hasse dich, Diddy. Jetzt muss ich auch wieder hinfliegen zu dem Typen. Oh, ich hasse dieses Minispiel so sehr. Ich hasse es so sehr, das gibt's nicht. Ja, es wird wahrscheinlich doch bis zum Ende des Parts dauern. Cool. Echt richtig cool. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich hasse diesen Typen so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Komm her. Wo, warum? Ich muss ihn nochmal aufwecken. Ich muss ihn nochmal aufwecken. Ich muss ihn nochmal aufwecken. Okay, okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ich kann so ausrasten. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Das ist so schlimm. Vor allem, dass ich jedes Mal wieder zu dem hinfliegen muss, zu dem Versager. Das regt mich so auf. Es wird wahrscheinlich doch bis zum Ende des Parts dauern, wenn es so weitergeht. Ja. Darf ich die Animation bitte überspringen? Nee, darf ich nicht. Ich muss mir angucken. Ja, leck mich am Arsch. Du blödes Drecksviech. Boah, ich habe gerade so einen Hass auf diesen Typen da. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich bin mir sicher, es wird bestimmt auch noch passieren, dass meine Kristallkokosnüsse ausgehen und ich dann erst in anderen Gebieten die wieder farmen muss und dann erst wieder hierher zurückkommen kann. Also während dem Flug, also während ich das Minispiel selber mache und durch die Ringe durchfliege, habe ich ja unendlich viele. Aber hier das Hinfliegen wieder, das kostet mich schon welche. Also jetzt habe ich erst unendlich. Also das kostet mich schon immer ein paar. Also arg viele Versuche habe ich gar nicht mehr, bevor meine Kristallkokosnüsse ausgehen und ich mir erst woanders welche holen muss. Das wäre natürlich äußerst bitter. Also da habe ich überhaupt gar keinen Bock. Nee, wirklich nicht. Also, boah, das ist echt so kacke hier, Mann. Ich hasse das so sehr. Ich will es jetzt einfach nur hinkriegen, bitte. Mann, ey. Aber ich bin jetzt relativ nah an ihm dran. Das kann aber auch schlecht sein. Man sollte eigentlich... Ja, genau deswegen. Man sollte so ein bisschen auf Abstand gehen von ihm und nicht ganz an seinem Hintern kleben. Weil sonst kommen die Ringe dann teilweise zu schnell raus und man läuft dann Gefahren, ihnen vorbeizufliegen. Also ein gesunder Abstand von ihm ist eigentlich da nicht verkehrt in der Hinsicht. So wie jetzt eben. Immer so ein Ring Abstand... Fuck. Ein Ring Abstand zu ihm ist eigentlich nicht verkehrt. Und ich habe jetzt schon wieder ein großes Problem. Es ist noch möglich, aber... Es ist wieder sehr schwierig auf jeden Fall. Ja, ich kann jetzt ein bisschen aufholen wieder. Ja, nee, ist okay, ist okay, ist okay. Nicht zu weit runter, nicht zu weit runter. Sehr schön, okay. Okay, 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 ganz vorsichtig. Ich glaube, das ist der letzte. Ist der letzte? Kamera! Kamera, chill. Okay, oh mein Gott. Uhu, ich hätte den Kurs schwieriger machen sollen. Nun, ich schätze, du hast den Preis gewonnen. Uhu. Du mieses Arschloch. Gib mir endlich die goldene Banane. Und noch ein Bonusspiel. Natürlich, war ja noch nicht schwer genug. Okay, das ist eine der schwierigsten goldenen Bananen auf jeden Fall. Oder eine der aufwendigsten auf jeden Fall. Man muss es Nacht werden lassen. Man muss jedes Mal mit dem Instrument spielen. Man muss ihn aufwecken. Den Kack schaffen mit dem Kurs und dann noch das Bonusspiel hier. Oh mein Gott, okay, die Kremlings alle töten, kriege ich hin, hoffentlich. Jetzt habe ich meine ganzen... What the fuck? Jetzt habe ich meine ganzen Zielsuchdinger auf einmal verschossen am Anfang, aber da kann man nichts machen. Ich glaube, man kann zwischen den Zielsuchmunition, zwischen der Zielsuchmunition und der normalen Munition nicht wechseln. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist so, dass man immer zuerst die Zielsuch verschießen muss und gar keine andere Wahl hat. So, wir haben das Spielchen ja hier auch schon mal gemacht mit Chunky damals. Und jetzt ist es aber schwieriger, denn Diddy kann zwar ein bisschen besser zielen mit seinen Erdnüssen und ich glaube, er auch schneller hintereinander schießen als Chunky. Ja, obwohl das gar nicht unbedingt, aber ein bisschen besser zielen auf jeden Fall. Aber dafür braucht er für jeden Kremling, glaube ich, zwei Schüsse, um ihn zu töten. Und Chunky hat jeden Kremling mit nur einem einzigen Schuss besiegen können. Das heißt, wir haben jetzt quasi doppelte Arbeit, deswegen ist es auch doppelt so schwierig, könnte man sagen, wie bei Chunky. Aber es ist trotzdem sehr ähnlich wie bei Chunky. Wenn der Anfang hinhaut, dann kann man es eigentlich hinkriegen. Weil der Anfang ist ja auch wieder mal der schwierigste. Weil da halt am Anfang vier Kremlings auf einmal auf einen zustürmen und ab jetzt dann immer nur zwei oder drei oder so gleichzeitig oder sogar nur einer. Und dann ist auf jeden Fall gut möglich. Well done! Dankeschön! Okay. Boah, was eine aufwendige Banane. Und dann hat auch Diddy endlich mal seine erste hier bekommen.
Uiuiuiuiuiui. Okay. Das war jetzt echt anstrengend. So, dann sind wir jetzt in dem Gebiet hier auch erstmal fertig, aber auch nur erstmal. Denn wie gesagt, Lanky kann ja auch noch etwas finden und tun. Nämlich das Rennen mit diesem Hasen da machen, aber das kann er noch nicht gewinnen, deswegen machen wir das erst später. So, ich wollte ja eigentlich zum Pilzgebiet gehen, aber ich weiß halt nicht mehr, welches das war. War das nicht die 2? Ne, ich glaub, die 2 war's. Hier ist die 3. Wo führt mich die 3 hin? Will ich mal kurz ausprobieren. Die führt. Ah, ne, die 3 war's zum Pilz. Okay, auch gut. Dann nehme ich jetzt. Oder gehe ich einfach rein? Ja, ich gehe einfach rein. Und werde gleich Chunky eben nehmen. Und den Weg nochmal ein bisschen nach oben gehen. Bis zum ersten Mondweg, der versperrt war. Der jetzt aber nicht mehr versperrt ist. Dann da durchgehen, einige Bananen für ihn kriegen und auch seine Blaupause. Und ich glaube, ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr sonst was zu tun in dem Gebiet hier. Weil ich glaube, das Einzige, was sich hier verändert bei Nacht, ist eben, dass. Ja, komm schon. Dass dieser eine Schalter da, oder diese eine Wegversperrung da weggeht. Oder? Nee, ich glaube, ansonsten kann man hier nichts mehr tun. Chunky, kannst du bitte. Danke. Irgendwie hat er Probleme, die Leitern hochzuklettern, aber jetzt passt ja zum Glück. So, ich glaube, hier war das schon, oder? Nee, noch nicht. Ja, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nee, hier war es noch. Ich muss noch mal einmal nach oben, okay? Also einmal kurz draußen wieder reingehen. Ist ein bisschen nervig, aber. Ich hätte mich eigentlich hochschießen lassen sollen und dann von oben runterfallen. Das wäre ein bisschen schneller gegangen, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht, sorry. Aber ist nicht ganz so schlimm. Wir kriegen das ja auch so hin, ne? Passt schon. Soll ich hier wieder hoch? Na, komm schon. Irgendwie bin ich zu blöd, die Leitern hochzuklettern. Keine Ahnung warum. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Kein Peil. So, nochmal hoch und dann jetzt gleich rein. Und dann müsste jetzt dann eben gleich dieser eine Weg da kommen, wo wir mit den Lianen uns rüberschwingen müssen. Und dann dort eben einige Bananen und den Blaupausentypen für ihn finden können. Ich hoffe, ich werde bei dem Lianen-Rüberspringen-Abschnitt nicht runterfallen. Das wäre ja äußerst ärgerlich, aber es könnte passieren, weil das nicht ganz so einfach ist. Und weil die Lianen halt oftmals irgendwie ein bisschen komisch sind. Also ja, nicht immer, aber es kann halt theoretisch passieren. Und das wäre auf jeden Fall sehr schlecht. Deswegen hoffe ich, dass das nicht passieren wird. Aber wir werden es gleich sehen, denn ich glaube, hier oben. Kannst du bitte hochklettern? Also, oder muss ich hier wieder hinten rum durchklettern? Hochklettern? Ja, muss ich, okay. Ich glaube, jetzt kommt es dann gleich. Was ich meine, stimmt's? Nein, nicht runterfallen, oh Gott. Ja, ich habe schon gesehen. Hier nämlich, genau, okay. Hier nach rechts gehen. Und dann jetzt hier rüber. Okay, ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Okay, rüber, rüber. Und rüber, und rüber. Okay, sehr schön, okay. So, mitnehmen. Und dann fehlen uns noch 10 Bananen und ich glaube, die finden wir jetzt hier. Dann müsste Chunky sogar schon komplett fertig sein. Stimmt's? Weil hier ist seine Blaupause, genau. Und auch sein Ballon. Und er hat schon sonst 4 Bananen. Hier ist seine Blaupause. Und mit dem Ballon, ich wollte. Wie oft habe ich mich jetzt da schon verdrückt? Viel zu oft auf jeden Fall. So, zack. Und. Na komm. Na komm schon. Komm halt her jetzt, okay. Yay, wir haben alles für Chunky gefunden. Cool. Und Diddy hat erst eine Banane und sonst nichts. Also, ja, ein paar normale Bananen noch, aber. Diddy ist wirklich ganz weit hinten dran. Aber meinetwegen. So. Jetzt möchte ich zurück zu dem Fabrikgebiet, weil ich glaube, das ist das Letzte, wo wir jetzt was tun können. Erstmal ein paar Kristallkokosnüsse. Weil bei dem Gebiet, wo der Streberwurm am Anfang war, wo auch die Bohnenranke jetzt ist, da ist, glaube ich, gar nichts. Ach, hier ist noch was für DK, okay. Da ist, glaube ich, gar keine Veränderung, wenn es nachts ist. Also, ja, doch, die einzige Veränderung ist, dass sich ein Weg geöffnet hat. Ist hier ein Tauschpass? Ja. Dass sich ein Weg geöffnet hat für den Boss. Aber ansonsten ist da nichts und das ist mir relativ egal. Ja, und ich glaube, hinter der Tür sind, wo, ja, hinter der Tür, wo der Boss ist, sind, glaube ich, noch Bananenmünzen für Chunky oder für irgendwen, aber ist mir auch relativ egal. Okay. Dann möchte ich jetzt eben zum. Welcher Weg war das? Ich glaube, der blaue war das. Oder was, der grüne? Ich weiß nicht mehr nicht. Ich glaube, es war der blaue. Doch, ich glaube, der blaue war es. Ja. Und da können wir jetzt eben bei nachts einiges tun. Also wirklich verdammt viel tun. Dann müssten wir jetzt eigentlich, wenn alles richtig läuft, die letzten goldenen Bananen für jeden einzelnen Kong finden. Glaube ich zumindest. Das ist sehr viel Arbeit, aber ich hoffe, wir schaffen das. So, jetzt erstmal die eine goldene Banane für DK finden, die hier draußen einfach irgendwo rumlag. Und genau der Haupteingang ist jetzt versperrt bei Nacht, richtig? So, jetzt hier, gleich müsste irgendwo einfach so eine goldene Banane rumliegen. Und auch. Ach so, okay. Okay, der kleine Abschnitt hier für Tiny, der kleine Eingang, der hat schon einen Sinn, nämlich dass ich hier überhaupt reinkomme, weil bei Nacht komme ich gar nicht anders rein, weil beide anderen Wege versperrt sind. Okay. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich aber erstmal sagen, war es wieder für den Part von Let's Play Donkey Kong 64. Komme ich eigentlich hier rein? Nee, oder?
Nee, ich glaube nicht. Dann war es erstmal für diesen Part von Let's Play Donkey Kong 64. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird bei Nacht und wir dann vielleicht schon den Wunderwald abschließen können. Also den Boss schaffen wir wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht alle Bananen sammeln und so. Mal gucken, ob wir das schaffen werden. Und beim nächsten Mal gehen wir dann eben mit Tiny durch den kleinen Durchgang hier durch und schauen mal, was denn da noch so zu finden ist für sie. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.